Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Ho, 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 ho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz! Entschuldigt bitte alle. Willst du mit Peppa vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Oh! Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und Schorsch, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach! Kommt alle mit! Pass auf, Papa Wutz! Nicht, dass du hinfällst! Mir passiert schon nichts! Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles in Ordnung. Papa Wutz hat eine riesengroße Seifenblase gemacht.
Auweia, ich hab die ganze Seifenlauge verschüttet. Jetzt können wir keine Seifenblasen mehr machen. Aber jetzt können wir in Matschepfützen herumspringen, oder? Papa Wutz Seifenblasen haben eine große Matschepfütze gemacht. Hurra! Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Guck mal, die Seifenblasen haben die Pfütze ganz blasig gemacht. Peppa liebt es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Mehr schüchtern. Emily, sollen wir mein Lieblingsspiel spielen? Was ist dein Lieblingsspiel? In die Matschepfütze springen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Peppa liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das macht bestimmt Spaß. Yippie! Und Madame Gazelle liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily, hat dir dein erster Tag in unserer Spielgruppe gefallen? Ja, Madame Gazelle. Und, hast du auch schon viele neue Freunde? Ja! Emily Elefant ist meine Freundin. Emily ist meine Freundin. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Emily, wen magst du am liebsten? Ich mag Luzi und Klausi und Zoe und Luisa und Peto und Peppa. Armer kleiner Fisch, er sitzt in der Falle. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und ihn damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Oh! Ich liebe Felsbecken. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritz uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz! Entschuldigt bitte alle. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an.
Matschepampe. Aber nur mit Gummistiefeln. Eigentlich Sandburgen bauen. Aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui! Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg! Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Halt! Entschuldigung! Oh! Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab! Oh! Keine Panik! Oje, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. Heute regnet es ein bisschen. Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Bäh. Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Bäh. Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Peppa, Schorsch. Kommt ins Haus. Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi. Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Armer kleiner Schorsch, du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett, ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein. Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh, dann ist Schorsch ja gar nicht richtig wirklich krank. Hatschi! Das ist ekelhaft. Armer Schorsch, ich bring dich gleich ins Bett. Peppa und Schorsch haben eine Matschepfütze entdeckt. Oh. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Ich zuerst. Es ist so kalt, dass die Matschepfütze zu Eis gefroren ist. Und das ist sehr rutschig. Das ist nicht witzig. Da kommen Mama und Papa Wutz. Ah, gut, eine Matschepfütze. Papa Wutz springt auch gern in Matschepfützen. Halt, Papa! Das war knapp. Ein Glück, dass ich so gut die Balance halten kann. Papa, die Pfützen sind heute alle vereist. Wir können nicht reinspringen. Das macht nichts. Kommt, wir füttern die Enten mit Brot. Hurra!
Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Hallo Enten, wir haben euch Brot mitgebracht. Die Enten mögen Brot. Oh! Es ist so kalt, dass der Teich zugefroren ist. Das Eis ist sehr glatt. Wir wollten euch nicht auslachen, aber das sah ziemlich komisch aus. Es beginnt zu schneien. Schnee! Peppa und Schorsch lieben Schnee. Schorsch, wir fangen Schneeflocken. Peppa und Schorsch fangen Schneeflocken. Oh. Schorsch hat eine Schneeflocke gefangen. Peppa hat eine Schneeflocke gefangen. Oh. Schorsch, willst du nicht auch Eislaufen? Nein. Komm schon, Schorsch, das macht Spaß. Ich zeig's dir. Also, zuerst musst du... Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eis läuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eislaufen. Boah, guckt mal, Schorsch. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Schorsch, für deine erste Stunde. Also dann, los geht's. Ja! Peppa und Schorsch lieben Eislaufen. Alle lieben Eislaufen. Mama und Papa haben mir Eislaufen beigebracht und ich dann Schorsch. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eis laufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hopsala. Dummer Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her, ich kann Eis laufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa. Du fährst noch jemanden um. Keine Sorge, Mama. Ich bin eine gute Eisläuferin. Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh weh, ich hab vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh. Ah, ich kann nicht anhalten. Passt auf. Wow. Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich habe dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo Luisa! Hallo zusammen! Linus, halt dich am Brett fest, dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Sehr gut, aber versucht nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeuggießkanne. Lass das, Linus. Oh. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen.
mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami! Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Hier, bitteschön. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrer Mutter. Hallo zusammen. Hallo Luisa. Wir spielen mit unseren Booten. Ich hätte auch gerne ein Boot. Luisa Löffel hat kein Boot. Ich habe eine Idee. Zum Glück habe ich eine Zeitung dabei. Mir reicht eine einzige Seite. Welche brauche ich denn nicht? Nachrichten? Sport? Ah, Mode. Nicht die Modeseite. Na gut, ich nehme die Wirtschaftsseite. Als ich ein kleines Schweinchen war, habe ich immer Zeitungen gefaltet. Und zwar so. Was macht Papa Wutz denn da? Ein Papierschiffchen. Papa Wutz hat ein Papierschiffchen gefaltet. Danke, Papa Wutz. Schorsch will auch ein Papierschiffchen haben. Hoho, ich glaube, ich komme auch ohne die Sportseite aus. Kann ich bitte auch eins haben? Ich auch. Hoho, natürlich. Papa Wutz faltet Papierschiffchen für alle. Wie wär's mit einem Rennen? Gute Idee, Mama Wutz. Wir keuchen und schnaufen und pusten die Schiffchen davon. Alle mal tief einatmen. Achtung, fertig, pust! Wir haben einen Sieger. Wer hatte die Sportseite? Das ist Schorschs Boot. Schorsch hat gewonnen. Hurra! Ich liebe Boote und Papierschiffchen am allermeisten. Ich auch! Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und ihn damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Oh. Ich liebe Felsbecken. Eigentlich Sandburgen bauen. Aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui. Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg. Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Peppa und ihrer Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster! Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das Schmutzwasser.
Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Oh, Peppa, halt! Entschuldigung. Oh. Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh, keine Panik. Oje, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber.